Hallo, meine einradfahrenden Falkenaugen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, na, spaßig, gemütlichen, flauschigen Runde Sons of the Forest. Als allererstes mal herzlichen Dank für die lieben Kommentare, des Weiteren auch für den super guten und hinweisenden Tipp. Ach schade, ich kann nicht näher machen. Und zwar gibt es zwei von diesen Blinky-Hühlen, die uns storyrelevant ziemlich weit vorantreiben. Das Problem ist, das will ich ja noch nicht machen. Also es gibt eine an der Küste, ich glaube, das ist sogar die da hinten, da wo wir noch nicht rein dürfen, und eine an einem See, die uns storytechnisch voranbringen. Also hier diese Blinky-Winkies. Und die werden wir auch noch nicht angehen, die machen wir dann beim nächsten Mal. Oder danach, oder danach, oder danach, oder danach. Ihr wisst schon, was ich meine. Und jetzt hauen wir uns aber erstmal hin und werden heute uns mal... Nee, was denn, das haben wir doch gerade geladen. Wir wollen schlafen gehen. Danke dir, mein Freund. Wir werden uns heute mal wieder ein wenig unserer Bude widmen, damit wir hier ein bisschen vorankommen, damit wir das ein bisschen schöner gestalten und damit wir uns fresher fühlen. Vielleicht gehen wir dann heute auch einmal noch in die, wie nannte man das so charmant letzte Mal, die Fresskammer? Vielleicht gehen wir da mal rein heute, gucken mal, was da noch, da war ich noch nicht drin gewesen, ne? da waren wir noch nicht drin, genau, da müssen wir nämlich noch mal rein, da werden wir noch mal reingehen. Und ja, jetzt werden wir den Rest schützenfestlichen Tage erstmal dafür nutzen, dass wir ein wenig hier weiterbauen. Denn ich wollte mit euch ja gerne... Ich dachte, das ist voll. Ich wundere mich jedes Mal, was zeigt ihr mir denn an? Ich wollte mit euch gucken, dass wir hier oben das Dach vorziehen können. Irgendwie die Möglichkeit haben, dass wir das hier vorziehen können, damit wir die Möglichkeit haben, da oben unser Dach aufzubauen. Muss ich schauen, ob wir das hinkriegen. Dazu... Ach stimmt, du hast das Tuch. Musstet aber bitte nicht alles in die Hand nehmen. Tür mache ich trotzdem zu, auch wenn erstmal keiner reinkommt. So, wir machen uns jetzt einen... Wobei, wir können auch von drüben ein bisschen trinken. Wir machen uns jetzt einen freundlichen, hüpfen mal hier rüber. Und schicken... Also Kevin, ich muss sagen, ich bin ein wenig enttäuscht von deiner Leistung hier oben. Also, ich hatte mir ein wenig mehr erhofft. Aber na gut, wir kriegen das schon hin, mein Kleiner. Wir kriegen das schon gemeinsam hin. Ich werde erstmal mal trinken gehen. Naja, hier ging das ja nicht. Ne? Nein, nein. So, ich habe getrunken. Guck mal, ich habe doch eigentlich von ihr letztens einen Fisch bekommen. Ah, der ist bestimmt schon wieder gegammelt. Nein. Doch. Mir wurde... Ach, warum esse ich überhaupt? Merkt schon, ich bin schon wieder neben der Spur. Ah, war schon wieder ein langer Tag. Heute mal auch ohne Kaffee, denn ich habe ein bisschen Magenprobleme, ist halt durch den ganzen Stress und sowas. Und da muss ich leider den Kaffee weglassen. Ist schon schwierig, aber dennoch machen wir uns gute Laune. Denn wir spielen eine Runde Sons of the Forest. Da hat man auch so gute Laune. Oh, warte mal, ich habe meine FPS-Anzeige nicht im Spiel. Gut, jetzt habe ich sie drin. Auch wenn es bei bestimmten Situationen bei mir wahrscheinlich nicht mehr viel bringt, weil, nicht die beste Technik, aber den meisten Spaß, ne wahr? So, wir gehen nochmal rüber. Ich will das Fleisch nochmal ganz kurz aufhängen und dann, wie gesagt, die Baumstämme mal rüber sibben. Und dann schauen wir mal, wie wir das hier alles hinkriegen. Ich bin jetzt auch gerade überlegen, ob ich... Nee, da oben kann ich erstmal noch nichts hinschicken, weil ich da keine Möglichkeiten habe. So. Gut, das hängen wir auf. Ich kann da Geld trocknen? Nee, oder? Nee, ich wollte schon sagen. Es ist nur wegen dem Fleisch, deswegen macht er das auf und weil sie auf derselben... Warte mal. Aber was wir mal machen könnten, wäre... QR. Drucker hat nicht. Seile auch gerade nicht. Genau. 10 Handgranaten haben wir nämlich. Dann können wir die nämlich auch nochmal hier raufballern. Sehr schön. Weil wir packen die Granaten jetzt erstmal alle weg. Ah, guck mal, wir können jetzt hier nichts mehr legen. Also das Ding ist voll. Ich mach's immer wieder, wa? Das Ding ist voll. Was haben wir denn hier noch so Feines? Also ich habe hier nochmal ein paar Crunch-Dinger da. Okay, jetzt können wir hier, glaube ich, auch nichts mehr raufpacken. Ah. Guck mal, das ist interessant. Das ist cool gemacht. Also ich kann jetzt ja nur durchgehen. Was kann man hier noch rauflegen? Das alles andere ist voll. Aber hier haben wir noch ein bisschen Mollys. Und wir haben hier noch ein paar C7-Ladungen. Okay, wie schlecht. Boah, dieses Ding. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch mehr bauen. So, jetzt kann ich aber bestimmt hier irgendwo noch ein bisschen ablegen. Oder geht das nicht mehr? Nee, hier kann ich jetzt nichts mehr ablegen. Hier kann ich jetzt alles runternehmen, was ich möchte, was ich brauche, etc. Finde ich geil. Also ich muss sagen, so mit diesem ganzen System drumherum und Hippopapp und sowas, das finde ich wirklich gut gemacht. Die Solarpaneele haben wir 3. Die will ich ja oben nämlich schön drauf packen. Also jetzt habe ich nur wieder rumgesammelt, aber wir haben im Endeffekt noch nichts geleistet.
Warum ich es gerade gemacht habe, liegt daran, weil ich mit euch hier gleich wieder genau aufsammeln möchte. Und wenn da nämlich Granaten drin sind, dann haben wir nämlich die Nase, wo wir es nicht mitnehmen können. So, Batterie und Draht. Nicht cool, dass man das, den Draht jetzt auch für mehr nutzen kann. Ich freue mich, wenn da noch mehr Inhalte kommt. Wir wissen, ich weiß auch noch nicht, wie lange unsere Reise geht. Ne? Das ist ja auch immer so eine Sache. Wie lange bleibt der Spaß? Wie lange bleibt die Story? Etc. pp. Da muss man ja auch mal ein bisschen gucken. Kevin, pass mal auf. Kevin. Wir machen eine kleine Sache. Ich werde hier mal ein bisschen vorarbeiten für dich. Und du wirst dann gleich wieder hinschleppen. Also Minium ist heute wieder fleißigst am Arbeiten. Komm mit, Kevin. Mein Freund und Helfer. Komm mal her, mein Lieber. Du kannst auch ruhig ein bisschen... Boah. Es ist immer sehr nett, wenn du mir irgendwelche schönen Sachen bringst und sowas. Aber... Schreck mich nicht so. So, du brauchst mir das hier wieder zu geben. Machst du? Guck mal, ich hab dir sogar schon was... Ich holz dir das schnell ab und du sammelst fix ein. Ja? Ich glaube, das ist die beste Variante. Ich hoffe, ich kann ihn nicht mit dem Bomber schlagen. Das wäre mir natürlich eine sehr unangenehme Sache. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist aus dem ersten Teil so ein bisschen Stats-Einsicht. Falls ich das übersehen habe, aber ich glaube nicht, oder falls es einen Knopf gibt, wo man das schauen kann, sagt mir mal gerne Bescheid. Dann machen wir das. Gut, Kevin lagert ein. Wir helfen ihm auch gleich. Und wir werden dann sozusagen das alles runterschicken. Dann sagen wir ihm, dass er gleich wieder weitermachen kann. Und dann können wir vielleicht weiterarbeiten. Hä? Hallo? Hallo, hallo, da bin ich hinter dir. Oh. Ach, Schnuckelchen, du kannst ruhig ein bisschen schneller arbeiten. Guck mal, so geht das. So geht das hier. So, zack, zack. C war das. Also, siehst du, ich bin schon voll raus, weil ich die meiste Zeit Ihnen das machen lasse und ich mir nur die Baumstämme hole. So. Ich werde es auch so machen, dass ich, glaube, ihn den letzten lasse. Kelvin. Also, ich habe dir das jetzt so ein bisschen doof gemacht, ne? Zack, guck mal da. Ja, das ist aber wirklich geil. Also ich muss sagen, die Bude, die will ich auf jeden Fall auch richtig schön machen. Unser schönes Domizil hier, unser Feriendomizil, eine Hütte auf einer Insel. Kevin, du kannst die Dinger wirklich da reinpacken. Guck mal da rein. Was ist los? Virginia. Haben Sie was? Was war sie von? Ja, finde ich auch. Immer alles cool dabei. Hältst die Umgebung sicher. Ey, guck mal, ich habe auch so eine coole Waffe. Ha, genial, ne? Da hat sie gleich genauer geguckt. Ja, ja, ja. So, Kevin, wenn du mir den letzten dann noch reinpackst, danach sage ich, schicke ich die rüber, weil sonst rennt er mir wieder auf die Insel. Oder irgendwie so, versucht da irgendwie rüber zu... Boah, das sieht doch richtig genial. Wenn das jetzt dann noch so steht und dann machen wir als letzten Schwung, hatte ich mir überlegt, guck mal, hier, wo jetzt diese Axt, da werden wir die Palisade, werden wir noch bis da außen dann rumziehen. Sportlich bist du, mein Kleiner. Ja, finde ich auch. Hast du einen super Job gemacht. Du kannst gleich weiterarbeiten. Ich schicke mir jetzt erstmal meine Baumstämme rüber. So, wenn die nämlich drüben sind, dann sagen wir Kelvin wieder, so mein Freund, sammel mal wieder Baumstämme und dann können wir uns in der Zeit, während wir heute dann da drüben bauen, nämlich hier weitermachen. Dies war so ein bisschen Ziel und Zweck. Ich hatte ja gehofft, dass er das macht, schon während wir weg sind. Aber es ist halt, weil wir in der Höhle sind, vergehen die Zeiten meistens dann schneller, weil wir dann 2 Tage brauchen. In der Höhle ist mir aufgefallen, so im Schnitt 2 Tage, 1,5. Und dadurch schafft er hier hinten seine Arbeiten dann besser. Guck mal, Bumblebee ist auch da. Baut er wieder zu. Ja, jetzt muss ich den Witz natürlich bringen. Ich hoffe, er transformiert sich nicht. Kelvin, entspann dich ruhig. Ich mach das schon. Ich mache erstmal meinen Eingang wieder zu. Das kann ich irgendwie am besten. Ich muss mir das echt überlegen, wo ich den jetzt danach hinballer. Ich muss da oben am besten irgendwie im freien Bereich bringen oder sowas. Dass das dann irgendwie klappt. Ich will den jetzt eigentlich nicht da reinpacken. Ah,
Ach ja. Ey, heute das schöne Wetter mal wieder genossen. Oh, das war herrlich. Ungefähr so wie hier, ist so schön, so recht warm und angenehm, aber noch nicht, leider noch nicht zu warm, weil der Winter noch sehr frisch war. Aber war schon wieder schön. Sind wir bei uns in den Park gegangen, mit den beiden Kleinen heute nur. Die Großen hatten da nicht so die Lust, sind ja gerade auch noch Osterferien bei uns. Und die hatten da wieder sehr viel Spaß. Also ich glaube, wir waren fast 4 Stunden wieder gewesen. Holla, die Waldfee. Sind die da rumgehüpft und haben da Sachen gemacht. Ey, oh. Einzige Schwierigkeit ist immer, wenn sie natürlich wollen, dass du mitspielst. Ich will bei euch jetzt nicht mitspielen. Und du aber dem auch langsam sagen musst, nee. Also auf so eine Hüpfe-Dings da, wenn da die kleinen Kinder noch die anderen da rumspringen, dann möchte ich als Erwachsener nochmal da nicht drauf hüpfen. Wir hatten das mal gemacht gehabt, da war bei uns hier so ein Ausnahmezustand im Gebiet, dadurch konnten sie nicht zur Schule. Die meisten anderen haben dann natürlich die Gelegenheit ergriffen und die Kinder dann bei anderen durftest du ja die dann unterbringen. Und wir haben unsere Kinder dann schnurstracks gesagt, ach komm, wir sind jetzt alle da, sind wir in den Park gegangen. War noch ein bisschen frischer auch noch alles, dadurch war der Park auch schön leer und dann hast du da wirklich so schön so, ja, so Trampolin-ähnliche Dinger waren das gewesen. Halt. Da bist du schön darin rumgehüpft und hast da rumgehüpft und rumgesprungen und so weiter und so fort. Und haben die Kinder sich gefreut, waren noch nicht ganz so mit dem Leistenbruch. Ich krieg gleich nur anders noch einen Bruch. Ey, meine Güte, warum schleichst du dich hier immer ran? Du bist doch so schwer bewaffnet, du brauchst ja gar keine Angst mehr haben. Kevin? Du bitte, willst du die Behälter wieder? Irgendwie ist es schon wieder leer geworden. Oh, der will schon wieder bestimmt das eine. Das kann ich auch wissen. Ja, ich geh schon los. Bamblebi. Steht aber die ganze Zeit da, weißt du, fliegt gegen die Baumstämme. Autsch. 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 Eigentlich habe ich jetzt ein Problem, wa? Ich habe mir das jetzt hier oben so alles frei reingeräumt. Aber komme ich hier überhaupt durch die Tür durch? Oh doch, komme ich. So, wie machen wir das jetzt? Ich will das dahin gehen. Wir müssen jetzt mal von außen, glaube ich, hantieren. Ich will das da oben. Ah doch, guck mal, das kriegen wir hin. Aber hier nicht mehr, ne? Doch, hier geht's auch noch. Hier geht's auch noch. Und hier? Hier geht's nicht mehr. Oh, das kriege ich schon irgendwie hin. Guck mal, machst du den daran? Den daran. Ja, ich krieg das schon hin. Ich krieg das hin, wie ich das will. Den daran. Und den baller ich daran. So, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Jetzt habe ich den Clou. Der Clou kommt gleich, denn wir haben ja hier oben noch ein paar Fenster, die wir noch nicht geöffnet haben. Am besten ist eigentlich hier so ein Fenster, ne? Wie war das? Der oberste und die untersten beiden. Hilfe. Verwirrt. So, dann machen wir mal hier Fenster frei. So. Oh. Ja, wir sind übrigens Magier mittlerweile. Ne? Als Nebenrolle haben wir uns jetzt den Magier ausgedacht, weil wir lassen unsere Fackeln mittlerweile schweben. Kannst du den da irgendwie dran ballern? Warte mal, das müsste doch. Hilfe. Das müsste doch gehen hier. Genau, da. Zack. Um. Und den? Nee. Du musst den da drunter packen. Genau. Oder ich hatte gerade. Da, nein, da. Ja, sehr schön. Genau das ist nämlich mein Ziel gewesen. Weil dadurch sparen wir uns die nächste. Dadurch sparen wir uns nämlich die nächste Etage hier unten festzumachen. Dann können wir die wieder drauf ballern, sodass wir das Dach dann auch in dieser Manier dann aufbauen. Weißt du, dass wir das dann hier hochziehen. Vroom. Und da oben jetzt könnte man doch, glaube ich, eine Sache habe ich jetzt ein Problem. Wir müssen erstmal, glaube ich, den und den hier ein bisschen rausziehen. Der kann ja drinnen bleiben, aber der muss da raus. So, mein Kleiner, wir machen jetzt mal. Guck mal, hier können wir den draufballern. Aber ich will jetzt den da oben hin. Hallo? Hallo? Klunk. gut. Ich sagte ja nicht, dass es leicht wird, ne? Also es ist ein bisschen Handling und Hin und Hack und so. Guck mal, genau das ist das, was ich meinte. So, hier. Also wenn ich jetzt Bock hätte, könnte man das auch nur hier machen. Komm, gib mir mal den. Wenn ich nur Bock hätte, könnte ich auch nur den machen. Naja. Da könnte man sozusagen. Das, guck mal, das sieht das genau das, diesen Effekt, den will ich nur ein bisschen vorgezogen haben. Das kriege ich aber hin, meine Freunde. Das kriege ich hin, wie ich das haben möchte. Ja, genau. So,
Und wo wollten wir noch rausgucken? Genau, wir haben ja hier irgendwie gar keine Aussicht. Oh nein, wenn ich jetzt hier aber rauskicke, fliegt es ins Wasser. Komme ich da unten eigentlich ran? Da müsste die Tür wieder aufgehen. Also machen wir den hier. Blub. Blub. Und blub. Naja. Der ist ganz passabel gefallen, finde ich. Genau, jetzt haben wir es hier auch ein bisschen. Ja, das bleibt ja nicht, ne? Das wissen wir ja. So, du kommst jetzt mal da rein. Genau, das ist nämlich das, was ich erreichen wollte. Ich wollte nur diese Dynamik erreichen. Nee. Guck mal, wenn wir jetzt nämlich darauf gehen, plopp, dann kann ich nämlich den da unten jetzt nämlich wieder wegmachen. Die kann ich jetzt wieder wegmachen, weil da oben habe ich das Ziel erreicht. So, und jetzt kommt der nächste Clou. Nein! Also heute ist ein bisschen komplex von der Aufbauart her, ja. Also wie wir das alles aufbauen und so. Jetzt wird heute ein bisschen komplex. So, pass mal auf, ich packe dich mal hier hin. Dich packe ich da mal hier hin. Das lässt mich nur wundern. Die Dinge habe ich irgendwie nie wieder gefunden, wa? Nee, drück, muss auch schon das Richtige drücken. Warte mal, packe ich mal da hin. So. Und jetzt nehme ich dir den da ab. Den stelle ich nämlich jetzt dahin. Den nehme ich jetzt nach. Nee, 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 nee. Den stelle ich nämlich jetzt nach da. Du musst jetzt da rein. Dann nehme ich dich. Du kommst jetzt da rein. Genau das, was ich erreichen würde. Genau das. Oh, das ist geil. Genau das wollte ich erreichen. Genau das. Ah! Genau das wollte ich erreichen. Mehr nicht, ne? Nur, dass es so ist. Jetzt muss ich halt überlegen. Ziehe ich. Oder entweder ich ziehe hier eine Wand hoch, ne, damit das hier zu ist. Oder ich ziehe hier was raus, dass du hier nach unten nicht kannst. Weil es ja doof, wenn wir das hier offen lassen. Das sollte man jetzt nicht machen. Offen lassen wollen wir das nicht. Aber das würde genau den Effekt, nehme ich mal. Aber weil ich würde hier zum Beispiel nur hochziehen. Dass nur hier dieser Bereich ist, dann muss ich nicht das weitermachen. Das muss ich hier nicht nochmal machen, finde ich, weil ich will ja den Rest dann da drauf ballern. So, okay, pass mal auf. Jetzt kommt nämlich der nächste Clou. Jetzt ziehe ich mir nämlich den da raus und pack den mal hier ran. Nee, da wollte ich ihn eigentlich nicht haben. Nein, den wollte ich auch nicht haben. Gib mir mal nochmal den wieder. Ah. Ja, ich weiß, es ist alles gerade ein bisschen schwieriger. Ja, da hatte ich ihn, da hatte ich ihn. Er lässt mich so leicht, aber nur ganz leicht, so ein bisschen an die Fallout-Bauweise. So, weißt du, wie ich meine? Hä? Ach, guck mal, den kann ich da. Ach so, nee, hier kann ich eine Tür draus machen, aber ich würde den gerne hier irgendwie dran ballern. Das geht nicht, ne? Jetzt kommt nämlich. Jetzt kommt der schwierige Part, finde ich. Ob ich den so hinkriege? Nee, ich will den ja nicht dahin haben. Nee, 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 nee. Genau, aber kann ich den jetzt nach. Da packen. Meine Güte. Ich will nämlich was erreichen. Ich will. Warte mal, kann man das von hier oben machen? Ich will den nämlich jetzt, genau, den nach da packen. Ach. Das ist das einzige Nachteil. Du musst halt hoch und da 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 hoch und da. Ich würde gerne den, dass ich den irgendwie dahin. Ich muss jetzt gucken, ob ich den irgendwie darüber kriege. Ach Mann. Das macht er nicht. Nein, 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 nein. Gib mir den Baumstamm wieder. Meine Güte. So, wie kann ich mir jetzt hier diesen Baumstamm daran setzen? Liegt es jetzt nur daran? Warte mal. Welcher ist denn das? Müsstest du hier sein? So. Ja, ich weiß, ich mache jetzt gerade ein Loch in meine Mauer rein, aber ist mir jetzt gerade ein bisschen lax. Kann ich den. Oh, guck mal, hier könnte man aber machen. Jo, das war nicht ganz, was ich geplant habe, aber kann man lassen. Ich bin
Klopskopf. Ja. Aber? Naja. Passt. Passt. Ich krieg das hin, Leute. Ich sag euch, ich krieg das. Lass mich hier rauf. So. Und jetzt, packe ich dich da rein. Ich krieg das hin. Warte mal, du kannst ja wieder weg, wa? Gut. Hab ein Loch im Zaun, da kann ich auch so rein. So. Also heute ist wirklich so, dass wir gucken, dass wir hier oben den Bereich einfach fertig kriegen. Der, okay, der ist ja sowieso nicht so ganz so wichtig. So, muss man auch. Nein, 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 nein. Jesus, Jesus, Jesus. Jawusch. Hier kann ich aber den draufballern. Nee, ich muss irgendwie da... Egal. Warum stehst du hier jetzt drauf? Ich weiß, wenn die irgendwann mal da irgend so ein Bullshit machen, dann reißt mir das vielleicht alles ein. Aber ich bin unbelehrbar. Mir ist das egal. Ich will da ran. Warte, ich krieg das. Wir kriegen das heute hin. Das sage ich dir. Ich baue mir da heute mein Dach. Zumindest die Hälfte des Daches wird heute schon vorgebaut. Du weißt, was wir jetzt. Nein, bau mal bitte da wieder rein. Also den musst du jetzt nicht unbedingt nehmen. Nimm dir mal den hier. Hallo? Hä? Warum kann ich denn da jetzt nichts rausnehmen? Das verstehe ich jetzt nicht, Johann Sö. Aber ja, weißt du was? Wir machen es nochmal anders. Wir machen es nochmal anders. Ich gehe einfach so rüber. Und den kannst du mir jetzt aber rausnehmen. Danke. So, den packen wir da hin. Ich habe da oben nämlich zwei noch zu liegen gehabt. Ne, genau. Passt eigentlich. Wir machen das jetzt nämlich so. So. Lup. Und den anderen machen wir hier. Weg. Und. Haha. Genau das, was ich wollte. Ja gut, den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Den können wir jetzt mitnehmen. Den können wir jetzt auch erstmal mitnehmen. So. Ich freue mich, dass wir langsam, aber nur ganz langsam in die richtige Richtung kommen, wo ich hin möchte. Komm, wir packen mal die jetzt erstmal hier hin. Können wir den von hier aus erschießen? Ihnen hier nicht zu schnell. Oh, guck mal, wie sie mir gar nichts tun können, ne? Die können mir jetzt hier gar nichts tun. Virginia! Was kann es anders? Immer. Ich habe mich jetzt drin gerade. Also ich kann gar nicht wechseln. Okay. Jetzt muss ich kurz gucken. Jetzt muss ich mich gerade hinsetzen. Dann gucken wir mal, ob wir den mit dem Headshot jetzt erledigen können von hier hinten. Okay, konnten wir nicht. Aber zumindest haben wir ihn. Ihn konnten wir vielleicht nicht erledigen, aber wir konnten dafür den anderen erledigen. Ist schon mal etwas. Ist schon mal etwas. So, also hier packen wir jetzt das mal fertig. Genau, jetzt machen wir hier erstmal unsere Sachen weiter. Wir haben das fertig. Dann kannst du den erstmal mitnehmen, bitte. Den nimmst du wieder mit. Wir bauen jetzt. Das bauen wir jetzt richtig hübsche Bübschi. Hübsche Bübschi. Hübsche Bübschi, sagt er. Also den hier wegnehmen? Ne, den kann ich nicht wegnehmen. Aber den kann ich wegnehmen, ne? Den hier. Genau, jetzt kann ich den hier wegnehmen. Also der steht wieder auf. Wir haben ihn ja zwar sonst wo hingeschossen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ach du Heiliger. So, was haben wir hier jetzt eigentlich? Warum kann ich den eigentlich nicht nehmen? Das ist doch eigentlich dasselbe. So, ja, wir dürfen nachher nur nicht vergessen, dass ich hier ein kleines Loch reingehauen habe. Das waren 1, 2, 3. Die machen wir dann wieder zu. Was mache ich dann, wenn ich da oben fertig bin?
Nein, ihr habt recht. Ja, ihr habt recht. Ich mache gleich zu, weil ich vergesse es am Ende und dann wundere ich mich im Winter, wie die so schnell durch meine Mauer durch sind. Ja, ich weiß. Eins, zwei. Geh mal mit. Eins, zwei. Ich bin so frei. Los geht's. So, machen wir hier hin. Machen wir hier hin. So, der letzte müsste dann auch reinpassen und dann passt es. So. Ups. Entschuldigung. 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 Und hier hin. So. Das ist eine kleine Lücke, aber das ist nicht so schlimm. So, jetzt machen wir auch gleich wieder Spitzen draus. Könntest du? Danke. Ja, mal ein bisschen richtig hinsitzen hier nach der harten Arbeit. Aber das, ey, das ist so krass, wie lange wir brauchen, nur um das Dach fertig zu machen, ne? Aber jetzt habt ihr gesehen, was ich vorhabe. So, und da soll jetzt das Dach entstehen. Aber ich glaube, wir werden es wirklich so machen, dass wir, genau, wir machen jetzt den darauf, den darauf. Nimm den mal bitte jetzt mit, hier mit. Genau, hier kommen die ganzen Dinger jetzt dann hin, zack. So, und dann machen wir die natürlich, Entschuldigung, die machen wir jetzt natürlich daran und daran. Das sieht cool aus. Das wird genial. Von außen wird es dann genial aussehen. Von drinnen vielleicht jetzt nicht so, da will ich mir mal überlegen, ob ich das wirklich, also ich glaube, es kostet mich mehr, wenn ich die so zumache, als wenn ich hier drinnen die Bretter so lege und du sozusagen hier noch einen kleinen Zwischenraum hast. Jetzt müsste ich rüber, so eine Verdammte! Ja, schrei mal da weiter. Mach mal. Alle Dude. Sieht gut aus, ne? Oder er hat gerade geschrien, Mann, sieht das gut aus und ich kann mir das nicht von nahen ansehen. Ich interessiere mich doch für Architektur. Mhm. Genau das hat er gesagt. So, meine Freunde. Also jetzt als nächstes brauche ich mal wieder hier den und gib mir mal den. Wir machen nämlich das. Ich mache das mit euch schon fertig hier. Das könnt ihr aber wissen. So, der kommt plopp. Der kommt plopp. Hat keiner gesehen. Nein. Nein. Nein, 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 nein. So, gib mir mal den da und den da. So. La 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 la. Machen wir den noch rein und den da noch rein. Nein, 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 nein. Da könnte man alles. Verdammt, ich muss das holen. Das könnte man Minimum als Feuerholz verwenden. Aber hier ist ja noch ein Loch im Fenster. Fenster. Hier ist ein Loch im Fenster. Ja, ja, wer hatte nicht auch schon mal ein Loch im Fenster? Okay, die kann ich alle nicht nehmen. Nein, lass mich mal. Nein, den erstmal mit. Pack den jetzt mal hier hin. Dann schwimmen wir den mal dahin, bitte. So, dann komm mal hier bitte her. Ich habe nämlich zwei, die ich mitnehmen kann. Aus euch muss ich Feuerholz machen, glaube ich. Ihr seid so klein, daraus kann ich leider nichts mehr machen. Aber der andere ist doch ein halber, ne? Oh, ist doch ein Creature, wie ich aus 7 Days to Die. Da kann ich bestimmt noch eine Verwendung finden für. 100%ig. Ey, das Bauen, ganz ehrlich, das Bauen, nein. Das Bauen ist wirklich so eine Sache. Guck mal, wir haben vier von denen, die können wir hier drüben wieder verbrauchen. Es macht einfach ultra Spaß, dieses Bauen hier. Und wir können das wirklich so lassen, so kleine Kammern oder so. Ich würde wirklich hier eher die so zumachen, dass hier so die Balken noch da sind. Finde ich, hat dann noch mal einen stylerischen Effekt. Und kostet mich weniger Balken. Also ich muss ja auch ein bisschen an die Umwelt denken und so, ne? Also guck mal, hier, das machst du zack, fertig. Rum dazwischen. Rum dazwischen. Siehst du? Dann kannst du hier vorne, machst du hier die Dinger dann drauf und dann passt das. Ja, du kannst hier eigentlich kannst du dir erstmal das da nehmen. Das ist ideal, weil dann können wir den hier nämlich schon zumachen. Blub. Du hast ja noch zwei Bretzkis. Nimm mal den mit und nimm mal den noch mit, weil die sind erstmal Sachen, die brauchen wir erstmal noch nicht. Dann kannst du mir da einen hinpacken. Cool, guck mal, der hat den schon direkt daran gebaut. Aber ich wollte den eigentlich nicht da hinpacken. Ich wollte den nämlich eigentlich hier hinpacken. Nimm mal den nochmal wieder. Nein, du sollst mir den nochmal wiedergeben. Nimm mal wieder. Ja, du sollst mir den wiedergeben. Danke. Genau, da sollst du nämlich hinpacken. Und hier sollst du ihn hinpacken. Sehr schön. So. Ey, das wird so cool aussehen. Und falls du hast, wir werden eine ganze Folge brauchen, wo wir nur den einen erstmal hinstellen. Nein.
Das wollte ich nicht. Ich wollte, genau da wollte ich es hin haben. So, und jetzt gib mir mal. Doch genau da. Das können wir danach alles machen. Ich wollte erstmal hier schön zumachen, den Boden, ja? Erstmal den Boden zu und dann den Rest. Vom hübschen Schützenfest. Ja, irgendjemand hat das Tor aufgelassen. Ja gut, irgendwann hast du sowieso ein... Hä, wieso geht denn das hier jetzt so? Weißt du was? Nimm dir mal den einen raus. Kannst du den schon mal dahin ballern? Sieht... Boah, das wird cool! Das wird so cool! Ey, das wird so... dynamisch. Dann machen wir hier gleich nochmal einen hin. Die Baumstämme machen, was sie wollen. Ich kann nichts dafür, ne? Also das ist, einfach, die machen, was sie wollen. So. Guck mal, genau. Und dann, genau. Das Problem ist eigentlich nur am Anfang, dass du die einmal so hochpackst. Und danach geht das eigentlich. Guck mal, jetzt ziehst du das hier so schön hoch. Genau, das will ich euch nämlich zeigen noch einmal. Das wird da richtig genial. Also wir machen heute eine Baulangfolge, würde ich sagen. Guck mal, hier ist so wupp. Der nochmal da. Und jo, den kannst du mir schon mal hier ranballern. Guck mal, genau. Das sieht... Oh, ist das cool aus. Nein, du sollst nicht runterrutschen. Genau. Ey, das sieht so genial aus. Und weißt du, was wir jetzt machen? Nein, nicht das. Gib mir mal Inventar. Guck mal, wir haben nämlich schon so ein Sonnenpanel, ne? Guck mal, hier hast du schon so ein Sonnenpanel und pupp, ist das geil. Ey, das boah, das gefällt mir so. Boah, das ist cool. Ja, ich weiß, für manche andere ist das jetzt nichts Besonderes oder sowas, aber ich, das macht mir halt Spaß, dass ich so viele Freiheiten habe. Und jetzt habe ich hier oben schon meine erste Verkabelungsding-Geschichte da. Guck mal, hier kommt der nächste Sonnenpanel dann gleich rauf, wo wir dann auch nochmal Energie haben. Mal, da machen wir gleich viel mehr für die Umwelt als alles andere. Virginia? Die Gegner scheint weg zu sein und sie ist noch da. Also alles in Position. So, guck mal, jetzt können wir nämlich hier wieder den nächsten. Dann machen wir wieder einen rauf. Wump. Und dann können wir nämlich wieder die Sonnenpaneele so noch besorgen. Die nächsten. Und können dann nämlich noch einen draufballern und dann haben wir genügend dabei. Ne? Also dann kannst du hier wirklich so wumm und dann hast du überall Sonnenpaneele drauf. Und wir haben eine extreme Energie. Obwohl ich witzig fand, was ich hoffe, dass sie vielleicht noch machen, weil regulär ist es ja unsinnig, dass ein Sonnenpanel bringt mir ja nur währenddessen Energie, während der Sonne drauf scheint. Weil ich weiß, ist die Speicherkapazität in einem Sonnenpanel nicht so gut. Das spricht, dass dann die Sonne das abspeichert und ich am Abend davon noch Energie schöpfen kann. Ich glaube, ist nicht so möglich. Ja, jetzt kommt halt das... Nein. Also an sich ist das schon eine coole Idee, aber ich will das da haben. Nein. Kann ich dann noch dort runter einmal? Oder warte mal, wisst ihr was? Ihr könnt es auch anders machen. Wir können es ja auch anders machen. Lalalala. So, wir packen nämlich jetzt hier... Hallo? Genau, da drauf. Und... nimm mal den mit, mein Freund, danke. Hier, warte mal, hier ist schon eine ungerade Zahl. Da würde ich das nicht schon wieder anders packen. So. Weil jetzt können wir nämlich hier nochmal den letzten Sonnenpanel nehmen. Dann haben wir drei Sonnenpaneele schon angeschlossen und vorbereitet. So, ich habe noch einen. Wie, ich habe noch einen. Ach, cool. Da können wir ja alle anschließen. Habe ich ja noch so viele Stämme dafür? Eigentlich schon. Dann machen wir hier nämlich noch den letzten ran. Und dann sieht das Ganze an, nämlich alles ganz anders aus. Was ist genial. Also mir macht das so Spaß, dass ich so viele Möglichkeiten habe, es umzumuscheln und umzuwuscheln. Zwei haben wir noch. Sehr gut. Dass wir wirklich sagen, hier machst du das so, hier machst du das so und dann packst du den dahin und den packst du dahin. Guck mal, jetzt können wir hier noch die Beine drauf. Ha, herrlich. Ach, ist das herrlich. So macht mir das richtig Spaß, wenn es so klappt, wie ich es mag. Lalalala.
Ist, du bist keiner von der Sorte, die ich brauche, ne? Ich dachte, ich habe noch zwei. Habe ich nur noch ein? Ach ja, genau. Ich habe einen verunglimpft wegen dem da, ne? Weil ich doch hier das Ding gemacht hatte. Schade. Aber warte mal, wir haben ja noch einen Tag vor uns. Ich weiß nicht, ob ich... Doch, ich würde gerne mit euch den nächsten Tag auch zusammen verbringen, sozusagen. Und machen wir noch ein bisschen was. Wir schicken noch mal was rüber. Wir machen eine extra lange Folge. Weil ich würde es gerne mit euch zusammen einfach mal genießen. So. Warte mal. Ich habe jetzt... Jetzt ist gerade was dabei, was mich komisch stimmt. Ich habe einen... ich habe einen Bug. Ich habe einen Bug. Ich wollte schon sagen... Wenn ich vom Dach falle, bin ich tot, wa? Ich wollen wir jetzt mal nicht riskieren. So. Hier machen wir das passend, würde ich sagen. Und hier oben weiß ich noch nicht, wie ich die Räumlichkeiten eindecke, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt. Schlafen können wir schon, ne? Wie spät ist denn das? Wir haben es jetzt 18 Uhr. Ja, komm, wir speichern einmal, gehen schlafen und machen dann nochmal ein bisschen bauen. Also heute ist wirklich einfach mal bauen und das Dach vorbereiten. So, Tag ist wieder neu, ist alles schniekebieke. Hi. Das brauche ich nicht. Warte mal, irgendwie sehen die jetzt komisch aus. Aber es ist Dried Fleisch, okay. Hat das eigentlich wieder einen Unterschied, ob ich vom Dings esse oder ob ich von da esse? Nee, ich glaube nicht, ne? Was war denn das jetzt? Manchmal reagiert meine Maus gar nicht und dann ist sie gleich so überempfindlich. So, wir sind aufgesättigt. Jetzt lassen wir unseren Durst noch einmal stühlen. So, da. Ja, ich bin auch schon wieder ein bisschen müde. Aber es ist genial, wie weit wir das schon vorangebaut haben, ne? Also wirklich. Guck mal, das sieht, da ist jetzt das Dach drauf. Da haben wir jetzt unser Dach. Wir könnten jetzt auch hier vorne noch so ein Dach machen. Aber ich würde es gerne dran lassen, weil so, dann könntest du hier noch so ein Vordach machen. Da hätte es zwar so einen Überstand, aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Guck doch mal. Hier hast du dann so eine, ja, hier ist so eine kleine Nische noch drin. Hier könnten wir vielleicht auch noch irgendwas reinpacken. Müssen wir mal dann gucken. Übrigens kannst du den auch schon mal da ranpacken, ne? Den brauchen wir da nämlich. So. Also ich find's cool so. Ich find's cool. Das ist genau das, was ich nämlich haben wollte. Genau. So, wollen wir mal gucken, ob uns Kevin da noch mal ein paar schöne Sachen beschert hat. Ich hoffe, dass die Kannibalen noch ein bisschen am Schlafen sind. Oh, Kelvin! Ja, ja. Hi, Kelvin! Nein. Sehr gut. Ich dachte, er rennt jetzt wieder darüber. Ah gut, nee. Hat er jetzt gar keinen Pfad dahin, ne? Also der Pfad ist ja ihm jetzt nicht vorhanden. Ich wollte eigentlich mit euch nochmal da reingehen, ne? Ah, nee, machen wir trotzdem nicht. Wir machen das so, dass wir das in der nächsten Folge dann nochmal zur Futterkammer gehen. Dann in den Bereich hinein. Ich würde mit euch wirklich gern einfach mal nur... Du holst jetzt den Stamm da unten, oder? Kelvin? Kelvin! Kelvin! Meine Ohr, du bist ja ein richtig süßer Schatzilein und sowas alles, aber das ist jetzt wirklich unter... Oh, Kelvin. Ich mag ihn trotzdem. Ich wünschte, man könnte dir wirklich so irgendwie helfen, dass du wirklich denen dann hilfst und dass er dann doch noch ein bisschen zuverlässiger ist. Weil er meinte... Wie hat er das jetzt gemacht? Oder ich habe mich getäuscht. Vielleicht heißt es... Oh, Minion. So, wir gehen jetzt hinterher. Wir verbauen jetzt den Rest noch, den anderen Zeug können wir in der nächsten Folge machen. Wir sind jetzt dann auch wieder eine schöne lange Zeit unterwegs gewesen. Dang. Eigentlich müssten wir ja regulär tot sein, wa? Wäre voll auf der Ding eingefallen und dann geht das ja nicht mehr. So, wir gehen rein. So, wir machen das jetzt so. Hier hin, hier hin. Ja, wenn der jetzt da hoch, ja, ja. Genau. Also hier so machen wir den. Wollen wir es gleich hier machen oder wollen wir jetzt hier erstmal das nächste Ding draufziehen?
Ja, wir könnten eigentlich, wir haben ja da ein paar, ne? Oh, stimmt, wir müssen dann beides machen. Machen wir jetzt auch mal. Dass wir jetzt beides da vorbereiten. Da, ich habe ihn gesehen, den Stamm. Da hier einer hin, dann kommt, ne, der hat schon. Dann können wir den noch hinklemmen. Dann habe ich hier oben einen gesehen, der hier oben drinnen lag. Nehmen wir mal den, dann packen wir den da hin. Ja. Die zwei brauchen wir sogar noch, weil den einen da hinten, der ist ja für die Fassade, für den Fassadenbereich. Also da machen wir ja die alle voll. Also hier, der kommt darunter. Der passt, aber der ist so. So, jetzt brauchen wir mal 1, 2. Könntest du, genau, den da ran. Und den da ran. Ich danke dir. Und den da ran. Wie lange? Das dauert. Aber gleich mal so eine Frage dann in der Runde. Ihr wollt schon dabei sein, wie wir das hier aufbauen. Also ich werde jetzt nicht irgendwie Sonderrunden machen oder sowas, wo ich alleine das baue, sondern wir bauen das zusammen. Also ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich das einfach sehr gerne einfach mache. Und das Bauen wirklich für mich eine faszinierende Sache hier drin ist, dass ihr gerne dabei seid, wenn wir das hier weiter aufbauen. Ne? Oder? Glaube ich doch. Also ich glaube nicht, dass ihr jetzt wollt, dass wir damit wieder aufhören. So, den brauche ich jetzt mal, weil jetzt muss ich nämlich hier ein bisschen arbeiten. Also jetzt müssen wir wieder gucken, wie machen wir das am besten. Wir müssen am besten den... Wie können wir den jetzt hier da drauf? Ne, warte mal, anders können wir das machen. Wir legen den jetzt hier so um. Genau, so machen wir das. Warum hast du denn eigentlich den da hingepackt? Das war eigentlich jetzt schwierig, weil wir danach nicht mehr da richtig raufkommen, mein Freund. Ja, recht hast du, mein Freund. Hast du recht? Ach nee, so. Warte mal, kann ich den nicht von hier unten? Guck mal, so, wump. Ah, ist ja cool, muss ja nicht mehr hoch. Gerade den hattest du da noch. Ah, schön. So. Ich trage gerade die Tür. Meter raus. Heider Deus. Letzter Zeit schon wieder viel zu viele Geister, die ich sehe. Nee, du musst da oben, genau, da habe ich ihn. So, und dann machen wir den auch noch hier. Nein, da. So. Also unser Minion ist wirklich ein fantastischer Athlet. Der springt mit Baumstämmen hoch und kann die dann auch noch da oben verkeilen. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Kann man sagen, was man will. So, genau. Wir machen jetzt nämlich das so. Und dann kommt der nächste Clou. Wir bauen den jetzt wieder so. Oh geil, das wird so genial werden. Das wird so genial werden. Ja, 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 ja. Habe ich noch Baumstämme da unten? Habe ich noch so... Ich würde gerne so einen Ansatz schon sehen heute, dass wir hier den nochmal darauf ballern. Nein. Nein! Geh hoch. Aber nicht zu weit. Genau, wir machen jetzt das nämlich so. Ja, bumm. Und ja, jetzt. Oh ja. Oh ja. Ja, genau. Hä? Warum kann ich den jetzt lösen? Das wollte ich machen. Genau das. Danke. Warte mal. Aber ich hatte doch noch einen Baumstamm. Wo ist denn der hin? Habe ich nicht gerade noch einen in der Hand gehabt? Egal. Wir hüpfen runter. Ich glaube, ich habe noch... Genau, das sind meine letzten zwei. Und die anderen müssen wir jetzt gleich noch schön wegräumen. Aber dann haben wir da oben die erste langgezogene Dachschräge auf jeden Fall zusammen. Mit dem weiß ich noch nicht, wie ich das dann nachher hochpacke. Müssen wir dann noch sehen. Wir brauchen ein Gerüst. Also als nächstes könnt ihr euch gerne ein tragbares Gerüst ausdenken, was ich dann immer mitnehmen kann, damit ich beim Bauen dann... Nein, gib mir den wieder. Ich will erst das Dach haben. Genau. Oh ja. Warte, wir brauchen noch einen Baumstamm. Wir brauchen noch ein... Wisst ihr was... Ich will eine Dachschräge wenigstens heute fertig kriegen. Wenigstens eine mal. Weil ich finde das wirklich, wir sind gut vorangekommen. Nee. Ja, das sieht gut aus. Ist zwar jetzt nicht ganz so... Sag mal, was macht ihr eigentlich mal mit dem letzten Stamm? Wir haben jetzt gerade einen Stamm verloren. Wir haben einen... Oh Gott. Ich lasse es lieber. Nein, nicht beantworten. Nein, 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 nein. Nein, lass das.
Ist zwar jetzt nicht ganz so souverän, wie ich es gehabt hätte, weil ich hätte gern, dass das der zu ist. Wobei, können wir das noch zumachen? Jetzt muss ich das ganz kurz auf mich wirken lassen. Nee, kann ich da noch irgendwie was, kann ich da noch was anderes reinmachen? Warte mal. Ja! Das sieht passend aus. Das ist mehr als passend. Sehr, sehr schön. Ja, jetzt ist auch die Tür wieder zu, aber jetzt habe ich einen Gegenstand verloren. Wie habe ich denn den jetzt verloren? Wie kann das dann sein? Nein, ich habe ihn verloren. Okay, aber wir haben wirklich einen sehr, sehr guten Erfolg, muss ich sagen, gefeiert. Wir haben da wirklich eine Menge geschafft. Warte mal auf, ich mache euch jetzt mal. Kann ich dich nicht? Warte mal, ich kann dich doch. Nee, kann ich nicht, ne? Warte mal auf, wir machen euch hier noch zu Feuerholz. Bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Nein. Flup. Und hier muss ich auch nur einmal die Linie abwarten. Und flup. So. Dann packe ich euch hier nämlich mit rein. Einfach hier mit rein und dann bauen wir uns hier ein schönes Feuerholzlauf. So, warte mal, du könntest mir... Genau, doch, den könnte man auch noch gut nehmen. Und zwar, du bist ein Halbbalken, könnte man daraus machen, ne? Kann man... Warte mal, gib mir mal jetzt hier, irgendwie kann ich dich doch... Oh, das ist immer so manchmal ganz anstrengend, dass der dann nicht diese rote Linie findet. Ach, weißt du was, ich nehme dich erstmal mit hoch. Ich sehe kein Loch. Ich sehe kein Loch. Ich sehe kein Loch. Alles ist schick. Alles ist schön. Alles ist toll. Ich würde den halt noch mal ein bisschen halbieren. Aber ist ja egal. Wir haben ein wenig was erreicht. Wir haben jetzt so unsere ersten Anzeichen dafür, dass wir hier auf jeden Fall ein Dachgeschoss machen. Guck mal, das geht dann noch einmal da hoch. Ne? Da hoch. Und dann haben wir da eins, zwei, auch drei. Und dann haben wir oben so eine Gerade drauf. Oben machen wir dann eine schöne Gerade drauf. Das kriegen wir dann hin. Vielleicht gibt es irgendwann mal noch dafür noch eine Möglichkeit, dass man das machen kann. Aber ansonsten haben wir es eigentlich sehr gut hingekriegt, finde ich. Wir haben jetzt ein Dachgeschoss, wir haben Solarpanels drauf. Wir haben eigentlich keine mehr. Ich habe eine zu viel drauf gemacht, eigentlich haben wir keine mehr. Aber an sich muss ich sagen, geht es gut. Ich finde es toll gemacht. Solar und Dach wird gebaut. Also das muss man sagen, das würde eine richtig coole Kiste werden. Das wird ein richtig schönes Haus von hinten, von vorne und so weiter. Und genau. Nächste Folge aber. Nächste Folge, versprochen. Kelvin. Kelvin. Warum? Kelvin, da liegen so viele... Ich werde die Stämme noch jetzt dann rüberholen. Leg die da oben nur hin. Oh, das sieht cool. Das wird richtig geil aussehen. Kommt, das wird richtig geil aussehen. Schön die Dachschräge, schön hohes Dach. Das wird genial. Das freut mich jetzt schon. Aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt jetzt immer was Feines und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann habe ich die Baumstämme auch schon nach drüben gebracht. Und dann werden wir in der nächsten Folge werden wir Richtung dieser Futterhöhle gehen. Dort werden wir uns dann mal gucken, was da in diesem Bunker etc. was da muss ja, da ist ja eine Tür, ne? Die werden wir uns dann noch angucken und dann schauen wir mal, was da so Tolles drin ist und dann gucken wir weiter, was wir noch machen. Mehr habe ich noch gar nicht in Planung. Vielleicht machen wir hier noch mal eine Runde dran, ne? Mal schauen, weil ich habe jetzt noch ein paar Balken. Ich glaube, ich werde dann gleich noch die Lücke da wieder schließen, also die Dach, die Wand. Wir haben jetzt noch ein paar Stäbe, das werden die jetzt einfach dafür sein. Und dann werden wir einfach das gleich schließen. Also mache ich dann gleich noch, dass es in der nächsten Folge zu ist. Dann war es für heute. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend und Morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.